Ja, in der letzten Folge haben wir viel versucht, nichts geschafft. Deswegen geht es jetzt hier weiter bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Statt mit die Fini das Wetter malen, machen wir jetzt mal die Führung des Herolds und gucken mal, was uns hier erwartet. Szenario, Praktik 1, Duell, Duell 4, Duell 5, ob wir die noch machen, schaffen. Naja, wir werden sehen. Der Herold. Die Herrschaft der Götter war beendet und schon lange beherrschen die Menschen die Erde. Obwohl viele Götter geflohen waren, glaubten viele Menschen weiterhin, dass die Götter über die Welt wachten, auch wenn sich ihre Antlitze veränderten. In einem entlegenen Reich auf einem fernen Kontinent waren die Götter von den Bewohnern lange angebetet worden. Es war ein Gott, der die Flügel ausbreitete und am ganzen Körper blendendes Licht ausstrahlte. Der Herold. Wurde unterschiedlich beschrieben, bestanden sie darauf, einen Herold gesehen zu haben. Okay. Oh Gott, ey. Anderen fällt es schwer, die Geschichten des Menschen zu glauben. Ja, ich auch. Trotzdem wird der Herold von vielen Menschen angebetet. Aber ich habe gar keinen Freund von sowas. Praktik. Die Vorzüge und Nachteile des Herold-Decks. Der Herold ist Herold. Ist Herold, ist Herold. Die Mühle malen. Was macht ein Herold-Deck einzigartig? Also abgesehen davon, dass ich sämtliche Ritualmonster auf der Hand habe. Es gibt viele Herold-Monster, die es dir erlauben, den Effekt eines Gegners zu annullieren, indem der Monster-Typ Fee von einer Hand auf dem Friedhof legst. Klingt erstmal simpel. Obwohl es eine mächtige Maßnahme ist, sollst du sie in Maßen einsetzen, da deine Hand sonst so schnell verbraucht wird. Das ist nicht cool. Am besten nutzt du sie nur, um Effekte zu annullieren, die dich in schwierige Lagen bringen. Konzentriere deine Strategien auf Herold der Gültigkeit und Herold der Vollkommenheit. Karten, die viele verschiedene Arten von Effekten annullieren können. Am besten alles. Du kannst ein Monster annullieren, du kannst annullieren, dass der Gegner eine Karte ziehen kann, du kannst annullieren, dass der Gegner Effekt aktivieren kann, du kannst alles annullieren, dass der Gegner gar nichts mehr machen kann. Ich spiele Orakel des Herolds. Und opfere einen Stufe 12 Monster. Und rufe als Ritualbeschwörung. Herold Endgültigkeit! Mit nur 2000 Angriffspunkte für Stufe 12? Spezialschwung und Unterbindung und Effekte verschiedene Kanonen annullieren. Sag ich ja. Wenn dann Spielzug. Okay. Ich annulliere die Zauberkarte, die er aktivieren will. Verpiss dich, Mann! Verpiss dich, Mann! Achso, weil er auch ein Herold-Decker kann, jetzt keine Monster rufen. Ja. Greif an und vernichte den Feind. Angriff! Victory ist sauer. Und alles ist zerstört. Sehr schön. Ja, so ein Deck macht Sinn. So, Leitendes Licht. Okay, Eva. Macht dasselbe, was eines Herolds. Des Monsters. Okay. Ah ja, der Mann hat 10.000 Hände, natürlich. Ne, braucht's auch. Aufrichtig natürlich zum Kontern, ist klar. Erzherrscher Christa.
Vier Feenmonster im Friedhof hast, die dürfen nicht das schwierig sein. Ein Ritualmonster, wir haben drei Gegner, das im Fall zweimal eingesetzt werden darf. Ey. Arpinwedel, die sind klar. Warte mal, einen für einen. Eben eine Stufe 1, das wäre der Quatsch. Also Quatsch im Sinne von, kann man natürlich schon machen, aber ich mache es halt eher selten. Ritualheiligtum, oh, GX-Karten, sehr schön. Ja, wie hieß es schon wieder? Alexis. Alexis Rhodes aus Yu-Gi-Oh! Christron Entschuldigung, Froschenhals. Christron Halkifibrax. Das ist ein Zungenbrecher. Zwei Monster und ein Empfänger. Hä, hab ich einen Empfänger dabei? Wo? Wo hab ich einen Empfänger? Ah, hier. Ja gut, die habe ich schon gesehen hier, aber ich war verwundert über den Effekt hier. Okay, aber der ist verboten. Also offiziell verboten, warte mal. Was gesehen? Da war noch... Ah, genau. Der schwarz glänzende... Moment. Also. Der Soldat des schwarzen Lichts, mittlerweile, also ursprünglich Ritualmonster, dann gab es ein Effektmonster, relativ mächtiges. Also quasi die Ehre des Chaos. Und ja, Linkmonster gibt es dann auch. Yeah. Boah, ich spiele mal die Karte hier und dann nehmen wir mal den hier. Weil ich es kann. Wer macht sich gut auf dem Friedhof? Der ist gerade ein bisschen doof. Der macht nicht viel. Ist nicht gerade logisch. Ah, cool. Das heißt, die Stufe hier kriegen irgendwie auch spendiert. Hm. Die haben keinen Effekt auf dem Friedhof, wa? Aufrichtig finde ich ja so eine, wa? Ja komm, schmeiß den mal ab. Wir haben ja aufrichtig, Freunde. Könnte was werden. Ein Monster auf dem Friedhof, okay, man weiß nie, wann es gut ist. Ja, zerstöre die Karte, die Frage. Klar, ich kann natürlich direkt einen Segel aus dem Wind nehmen. Das ist ein Grund, wieso er die Karte spielen muss. Ja, komm, ich lasse ihn gar nicht hinzukommen. Eigentlich würde ich jetzt gerne wissen, was er überhaupt spielt. Aber ich mache es unter Wind von vorher. Hey, wenn er schon alles hat, wieso spielt denn überhaupt ein Ding noch? Okay. Oh, den will ich aber eher weniger spielen. Ich kann ihn ganz normal rufen, aber nach einer Stufe 6 Monster. Natürlich das Ritual nicht habe. Als Synchro. Oh, so ein Scheiß. Das geht mal super los hier.
ein Lichtmonster, was ich habe. Mehr ist am ehesten ja der. Das Problem ist nur, was bringt mir das? Weil ihn muss ich ja zur Malbeschwörung rufen, das heißt den hier. Warte mal, falls genau vier Monster in deinem Friedhof hast. Moment. Moment, ich habe zwar momentan erst eine. Okay, es reicht zwar immer noch nicht, aber egal. Mein Versuchen kann man es ja trotzdem mal, wa? Empfänger Synchromonster. Ah, so einen zum Beispiel, Wundermagier. Ja gut, ich muss trotzdem was machen, Freunde. Also können den hier rufen. Einfach möglichst schnell, möglichst viele Fee-Monster vom Friedhof fahren wäre. Der hier sowieso falsch. Gut, da ist eine Maschine, ist auch nicht ganz richtig. Aber doch irgendwie ein Vieh, was ein bisschen Power hat. Trotzdem der besser, weil er trotzdem noch ein eigenes Monster rufen kann. Warum kann ich jetzt eigentlich jetzt nicht Blitzsturm spielen? Es steht, falls du keine offenen Karten kontrollierst. Tue ich ja nicht. Also es müsste doch eigentlich funktionieren. Jetzt Ritualheiligtum zu spielen, also... Zwei oder vier Karten ablegen, war. Nee, super, das bringt natürlich auch. Zauberabwehr verfügt in der Hand ein Licht-Ritualmonster, ein Ritual-Zauber und ein Deck hinzu. Das ist immer dasselbe, wa?
Ah, wieder mal wie in der letzten Folge, einfach so ein Kartenpech, was willst du machen? Toll, wir kommen schon mal weiter. Schon der sein, sonst kann er meine Dinge deaktivieren quasi. So. Ich kann Effekte immer weiter nutzen, aber das Problem ist halt, dann bald bringt er mal gar nichts mehr, außer... Warte mal. Friedhof wählen. Hab ich schon? 1, 2. Dann habe ich erst 2 Zauber im Friedhof, da bringt noch nichts. Aber dann kann ich ihn hier rufen. Super. Da bringt's mega. Doch, bringt's. Stufe 12 kann ich ihn. Moment. Aber natürlich nur falls rüber noch so ein starkes Monster im Deck hätte. Hab ich sogar. Jo! Warum nicht? Oder eine Zahl fallen kann, wenn ein Monster-Effekt aktiviert wird. Jo, dann passt's ja. Tut mir zwar leid für die Karte, weil sie gerne gerufen hätte, aber... Da ist halt selber schuld. Das ist Normalbeschwörung, nee, Spezialbeschwörung. Deck hinzu, die Karte wäre eine Idee. Die bringt es gerade nicht, obwohl sie ein Effektmonster wäre. Nee, ich rufe eher Eva. Die gute alte Eva. Natürlich jetzt ein Problem, da ich keine Fehlkarte mehr auf der Hand habe, kann ja nichts mehr von ihm negieren. Ne? Also da müssen wir natürlich jetzt auch sehen, dass ich da jetzt vielleicht ein kleines Problemchen habe. Da haben könnte. Ich kann auch noch Linkuri berufen, was stimmt, warte mal. Was war mit ihm? Dann fängt jetzt also den Friedhof verbannen. Ja, Friedhof verbannen, wa? Machen wir so. Dann rufen wir Linko rüber noch, für den Fall der Fälle, dass irgendwie eine ganz üble Scheiße noch abgehen wird. So, ich meine, Ritualmonster im Friedhof bringen mir eh nicht viel. Und noch ein paar Feen auf die Hand. Dann also machen wir erstmal das hier. Dann den Friedhof wählen. Okay, dann machen wir direkt mal die beiden hier. Oder den hier. Die Stufe höhen ist eigentlich auch nie verkehrt, aber der hier. Gegner den Monster-Effekt aktiviert. Ja, das verhindert der hier schon.
Aber ich habe schon einen guten Hero auf der Hand, also brauche ich den eigentlich nicht. Das heißt, immer ein, so einen. Und noch den hier. So, jetzt müsste ich eigentlich relativ safe sein. Falls ich irgendwie Effekt aktivieren will, kann ich schon mal ein paar wieder negieren. Also aktuell zwei Stück halt, ne? Außer versteht die Effekte nicht so ganz. Nö. So, da ich eh noch keins Stufe 1 auf dem Friedhof habe, kann... Ah doch, jetzt zwar 1. Spezialbeschwörung. Ja doch, doch, der ist eigentlich schon cool. Okay, nehmen wir mal ihn hier. Sag mal, bist du eigentlich schwerhörig oder was? Wenn ich Nein sage, ist auch Nein. So, du machst hier gar, du machst hier gar nichts mehr. Ich brauche aber dringend ein Fee-Monster. Wäre cool. Yeah, der könnte funktionieren. Ich mache 6 Karten vom Extra-Deck weg und ich ziehe ein paar. Ja, ich habe eins. Geil. Ritualheiligtum 2 brauche ich nicht, also kann einer weg. Sie verschwindet mal und ich ziehe ein weiteres Fee-Monster, was ich als Opfer hier nutzen kann. Also in anderen Worten, ich kann jetzt ein paar Mal angreifen und können im nächsten Zug sogar wieder... Na, was? Genau. Bis zu 2 Aktivierungen negieren oder Beschwörungen negieren. Und den zweiten Effekt auch wieder nutzen, weil ich habe wieder ein paar Zauber. 2, 3, oh, weiß nicht, erst 3. Na gut, der geht schon, oder? Spezialbeschwörung beschwören. Ja, und dann, also theoretisch ihn hier. Ja, mit Eva wird es gehen, wa? Also ich könnte den zweiten Effekt noch hier nutzen. Ich rufe wieder Eva. Ich lege die Karte zurück ins Deck. Kann Eva hier spielen. Und was auf den Friedhof gelegt wird. Weil sogar durch so eine Beschwörung hier. Schwarzglänzender Soldat. Okay, halten wir in der Hinterhand für den nächsten Zug. Dann kann ich wieder neue Feenkarten auf die Hand rufen. Und bin dann auch wieder safe. Ich glaube, das Deck gefällt mir. Wenn es läuft hier, dann läuft es aber richtig. Eine zweite Eva-Ruf. Doch, ich habe genug Karten auf dem Friedhof, das geht. Also, das heißt, ich rufe ihn hier. Namen. Ups! Ach, bin ich ein Trottel. Moment. Ich habe beinahe einen Fatal Fail gemacht, ey. Einen richtigen Fatal Fail. Ich brauche 3 unterschiedliche Namen. So, dann denke ich, dass ich Friedhof auflegen. Ja gut, machen kann ich schon, ob es was bringt, sehen wir gleich. Also wenn Mannschuss kommt, geht damit. So, mal gucken, was könnte ich rufen, war mir ja klar. Also, was heißt, ich kann, ich habe noch 2 Feen auf der Hand, da ist alles cool. Der kommt weg, der kommt weg, der kommt weg. Das ist aber richtig, Freunde. Da ist er. Bin bereit für Trouble. Jo, da kommen jetzt so 2 Mons im Friedhof weg. Also Manchu kann ich wegschmeißen. Ich hätte zwar noch gegen gerufen hier, aber das wird ja schwierig gerade. Ups, oh, was hat das für ein... Fuck, was hat das für ein Effekt? Ja, vielleicht kann ich es nochmal nutzen. Mal gucken. So. Wieder ein bisschen Futter, Freunde.
Kann ihn nochmal rufen, wa? Die Frage ist, wohin, weil es eine Link-Beschwörung, Link-Monster, also müssen hier ihn setzen. Wenn ich das mache, muss ich ihn opfern wieder. Ich kann auch wieder zwei Monster hier entfernen oder zwei Monster rufen, wa? Das ist irgendwie gerade falsch. Ich bin irgendwie gerade ein bisschen verwirrt, weil einerseits denke ich mir gerade, es läuft gerade so geil, weil ich das Deck irgendwie durchschaut habe. Und andererseits denke ich mir so, ich kann da gleich richtig scheiße gehen. Wir haben ein paar Spiel zu verwenden, war ja klar. Wenn man das Spiel zu verarschen muss, war ja klar. Na egal. Tschüss, aufrichtig. Du warst richtig aufrichtig zu uns. Huch, so jetzt aber. Also was er jetzt noch machen will, einer kann er nichts mehr machen. Er müsste mehr als 4 Karten aktivieren, damit er mich irgendwie mit was machen kann. Weil ich habe 4 Finn auf der Hand. Er kann mit ihm alles negieren, was der Gegner spielen will. Also fast alles, Halt die Karten, die man nicht negieren kann, die kann er natürlich nicht negieren. Ist ja logisch. Und trotzdem haben wir gewonnen. Die Herolde, Freunde, die Herolde. Ist richtig. Als wenn das Deck immer richtig läuft. Alter. Mein lieber Gesangsverein, ey. Herold des Grünlichts. Ziel und gesperrt von der Zeit her. Ich würde sagen, ich schalte immer noch frei. Dann werden in der nächsten Folge das Ziel angucken. Dann noch da ein paar Duelle probieren. Vielleicht kommen wir durch, vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Ist irgendwie was Cooles hier? Artefakte, okay, in Kombi mit den Herolden. Rechnerritter Parsha, mhm. Sind auch Feen, okay. Jo, wir werden sehen, Freunde. In der nächsten Folge zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Danke fürs Zusehen und bis dahin. Bye, bye.